Mittlerweile seid ihr in Schwarz-Warunkai angekommen. Unter dem Thronverweser Rassasor blüht der Untod seltsam. Teile des Landes sind ausgestorben und sumpfig, andere wiederum in frühlingshaftem Rausch. Einen Blick auf den gewaltigen Tafelberg konntet ihr schon werfen, und auch dieser war von maraskanisch-artigem Dschungel überwuchert. Die Kraftlinien scheinen eine große Rolle zu spielen, doch was sich dahinter verbirgt, was sich dort hinter versteckt, werdet ihr wohl erst im Nodex klären können. Während Isaron in Kürzdorf verweilt, plant Jalan den Hinterhalt gegen die Terrier-Karawane. Die Gruppe hat sich zersplittert, um ihr maximales Potenzial zu erreichen. Ob es aber reichen wird, entscheiden am Ende Glorana und Belshirash, nicht ihr. Und so beginnen wir am 29. Effort, 1028 nach Bosbarans Fall, in Kürzdorf. Ja, ihr habt euch oben die Herberge angesehen, konntet dann die Zimmer begutachten und haltet sie dann wohl auch für einigermaßen sicher, sodass man darin dann auch die Nacht verbleiben könnte. Habt dann nur kurz die Reiserucksäcke abgestellt, die ihr dann mitgebracht hattet, euch ein bisschen umgesehen und steht jetzt oben in eurer kleinen Bleibe. Naja, auf jeden Fall wird das, denke ich, eine sichere Nachtruhe. Wer weiß, ob es unseren Gefährten genauso gehen wird. Ach, die machen das schon. Und davon bin ich überzeugt. Vielleicht kriegen die Dämonen und wir keine. Das wäre ja ärgerlich. Was gefährlicher sind als Dämonen, wären dann die Ghule, vor denen wir ja mehrmals gewarnt worden sind. Ach, ich hasse Ghule. Aber gut. Braucht ihr noch irgendwas aus der Stadt oder können wir morgen früh aufbrechen? Haben wir alle Informationen, die wir brauchen? Sie kommen, wir bringen sie um. Es wäre vielleicht noch gut zu wissen, was die übliche Zusammensetzung solch einer Karawane ist. Wie viele es sind, wie viele Bewaffnete sie haben, ob sie generell Dämonen mit sich führen oder Daimonide. Seid vorsichtig, wenn ihr fragt, könnten sie es vielleicht hören. Außerdem, wir müssen sie eh umbringen. Ganz egal, wie viele sie sind. Geht ihr doch am besten nach unten und fragt einfach mal als Söldner, wie viele andere Söldner man denn erwarten kann. Aber das ist wesentlich sinnvoller, als wenn jetzt Isarun nach unten geht. Ja, von mir aus. Ja, Rafim würde noch immer in Schwarz und Rot gekleidet, vermutlich hier gar nicht so unpassend, nach unten wieder treten. Ja, mit schweren Stiefeln kannst du die knarrigen Stufen nach unten treten und kannst auch erkennen, wie jetzt wohl alle in der Taverne wieder zu dir blicken, wenn sie dann noch bei Bewusstsein sind. Die Voltan-Spiele wurden wohl mittlerweile schon wieder abgebrochen. Einige sind schon auf dem Weg nach Hause und wieder andere haben hier wohl ebenso wie ihr eure Bleibe gesucht. Irgendwelche Händler, vielleicht auch einige Söldner, die dann von Jol'Gurmag nach Warung pendeln oder dazwischen irgendwie mit Mendena in Kontakt stehen, mit Eslamsbrück. Und wenn du dann an den Tresen herantrittst, scheint wohl auch wieder die Stimmung ja sich zu normalisieren und man hat dich genug begutachtet. Deine Größe ist auf alle Fälle zusammen mit deiner Körperkraft ziemlich beeindruckend. Ich schaue mich mal um, ob irgendwer wie ein Söldnerführer aussieht. Also wie was Vernünftiges. Ja, du schaust dich ein bisschen um und kannst einen sehr finster aussehenden Mann erblicken, der dich aus tiefen, schwarzen Augen erblickt und als einziger wohl keine Angst zu scheinen haben. Was dir allerdings an ihm auffällt, ist, dass er wohl seine Hand ist pechschwarz, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die von Jardan. Sie sieht aber sandiger aus. Ah, Bekloppte. Ja, ich würde mir ja den Wirt schnappen. Hey, Wirt, kommt her! Ja, was kann ich für euch tun? Der Mann da vorne guckt so, als würde er mich gerne kennenlernen wollen. Wer ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er kam vor 2 Tagen hier an und hatte wohl einen Grabräuber begleitet. Na. Ja, gut. Danke. Jo, ich setz mich mal, geh mal auf den Mann zu. Was kann man für euch tun? Beeindruckend. Ihr seid beeindruckend. Sind wir alle, wir sind Kinder des Mitleidlosen. Er streckt seine Hand aus und jetzt kannst du erkennen, dass es kein Handschuh ist, sondern ein Paktmal.
Seine Hand besteht aus Graberde und er steckt sie dir gerade entgegen. Bröckelt so ein bisschen hinunter. Versteht das nicht falsch, aber ich kenne einen, der hat eine goldene Hand und wenn man die anfasst, bringt das Unglück. Keine Sorge, meine Hand bringt kein Unglück. Ja, das hat er auch behauptet und dann ist mir alles auf den Kopf gefallen, der Hurensohn. Er scheint dich so ein bisschen durchleuchten zu wollen, mustert dich, schaut, ob irgendwie Lüge und Verrat in dir steckt, nimmt dann seine Hand wieder zurück und nickt dir dann einladend zu. Er hat so verstanden, dass du abergläubisch bist. Ja, und was macht ihr hier? Ich habe gehört, ihr habt einen Grabräuber begleitet. Ich habe erst letztens selber einen vergraben. Einmal wieder ein Vergnügen. Hast du begraben? Gewinseln. Ja. Zuckt ein bisschen mit den Schultern. Der fette Rako hätte es auch nicht anders verdient, wenn man ihn einschließen würde. Aber ich bin Dragodan. Dragodan Ligafeld. Grafim, Sohn des Mitleidlosen. Aber ihr wisst ja, wofür man bezahlt wird. Aber was bringt euch in diese Stadt? Diesen Müllhaufen, seien wir ehrlich. Müllhaufen das wohl, aber... Ich habe, wie gesagt, den fetten Rako begleitet. Der hat hier Halt gemacht und wollte wohl seine Mumie zurück nach Eslamsbrück bringen. Aber nach Eslamsbrück bringen mich keine 10 Pferde. Mal sehen, vielleicht ziehe ich von hier aus nach Warung oder nach Mendena. Und du? Ach, da wo das Geld mich hinführt, ich begleite so Arschlöcher aus Kloran, wie dieser Scheiße da oben auch immer heißen mag. Halten nie die Fresse, immer mit ihrer hässlichen Sprache, die kein Schwanz versteht. Ja, sind schon ziemlich eingebildete Rotzlöffel. Ja, und jetzt konnte ich das Zimmer verlassen, damit sie zusammen sprechen können. Die ficken sich da oben, die Hurensöhne. Braucht mir doch gar nichts vormachen. Ich habe die Blicke von dem Ollen gesehen, wie er seine Frau angegafft hat. Ja, widerlich, aber was willst du machen? Ja, zahlen aber gut. Lüsternheit. Ja. Ja, gut. Ne, die anderen habe ich hier seit... Ich schrei schon wieder so viel rum. Die anderen habe ich jetzt seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Ja. Nochmal bitte, ich hab nichts verstanden. Wegen deinem eigenen Geschrei. Ja. Ach, scheiß gloranische Wichser. Nochmal jetzt bitte. Also, sie werden wahrscheinlich in... Ich weiß nicht, wann sie kommen, aber schon lange her. Vielleicht sind sie aufgehalten worden und haben jetzt den einen oder anderen Mann verloren. Das passiert wohl relativ häufig, gerade dann, wenn man an Pereine Furten vorbeizieht. Die Brücken sind da ja mittlerweile auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ich habe auch nur gehört, wie sie geweint haben, gewinselt untereinander, dass wieder irgendwelche von ihren Wichsern gestorben sind. Warst du mal da oben? Ist keine Schande, wenn die sterben, da freut man sich. Warst du mal da oben und Weißtobrian? Soll überall Schnee liegen, deswegen heißt das Weißtobrian. Schnee? Klar. Ich hab das so verstanden, dass da oben, nördlich von Yolgomak, ist Weißtobrian. Und da sitzt dann Glorana und alles ist zugeschneit. Deswegen nennt man das Weißtobrian. Was weiß ich, wieso das so heißt. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich hoffe, dass sie nicht alle diese Dreckshurensohn-Sprache sprechen wie die da oben. Und dann dieses ganze Angetätsche den ganzen Tag, dass sie sich nicht ein... Dann bleib doch in Wahrung. Da gibt's weniger Getätsche. Ich hab mein Wort gegeben, auf die aufzupassen. Und das ist mir noch was wert. Ja, das kennst du bestimmt. Na. Sein Wort muss man halten. Mein Wort halte ich wohl. Disse. Ja, mal gucken, vielleicht sterben sie ja. Aber wenn du willst, ich kann's arrangieren. Sag einfach Bescheid, komm ich heute Abend nochmal vorbei. Durch die Schatten wandern, das geht ganz gut. Aber wenn du wieder frei bist, in Warung wird man sicherlich einen guten Platz für dich haben. Du bist sicherlich gleich die ersten 3-4 Male befördert in den ersten paar Wochen. Ja, ich habe gehört, in Warung muss man nur den Übersicher umbringen, dann geht das viel schneller. Ach, wird doch jeder befördert, egal ob du Bauer bist oder Grabräuber, das geht ganz schnell. Aber irgendwelche Tunichtgute, die ihre Felder verloren haben, irgendwelche Hütten, die niedergebrannt worden sind, dann kommen und strömen die nach Wahrung, sagen, sie sind so arm und niemand anderes will sie haben und dann bieten sie dir direkt einen Stadtposten in der Wache an oder in der Verwaltung und nach einer Woche wirst du befördert, nach der anderen 4 Wochen wirst du nochmal befördert, einfach so, egal was du tust, Hauptsache du hast ein gutes Gefühl. Da heften die Orden an. Einen nach dem anderen.
Du musst einfach nur da sitzen und deinen Job machen. Das und jetzt kommen die ganzen Leute aus Beilung auch an. Ja. Die ganzen Beilunker. Da freuen sich natürlich die Bauern, dass sie jetzt jemand unter sich haben. Abschau. Aber es kommen bald mehr von diesen gloranischen Hurensöhnen, wenn du davon ein paar irgendwie mal verhindern könntest, dass sie Wahrung erreichen. Das wäre gut für mich. Dann würde mein Vertrag nämlich enden. Alleine mache ich nichts gegen die. Zumindest nicht, wenn sie nicht schlafen. In Albträumen von ihnen sie heimsuchen, das geht ganz gut. Aber mit denen lege ich mich nicht an. Die Hurensöhne schlafen nie. Die kommen mit 10, 20 Fjarningern. Was soll ich da machen? Ja, ich dachte, mit deiner Hand ist doch bestimmt was möglich. Scheiße, Mann, die Hand habe ich von Taruni dort bekommen, von der schwarzen Mutter. Geheiligt sei ihr Name. Aber das ist nur eine Hand, Mann. Ja, das ist alles. Das ist enttäuschend. Streckt sie noch ein bisschen aus, dreht sie, wendet sie vor dir, kannst sehen, wie da wohl ein paar Würmer auf der Oberfläche sitzen, die da wohl gerade diese Graberde so ein bisschen umdrehen, während er sie dreht, rieselt immer wieder ein bisschen runter, aber sie wird auch nicht kleiner. Hat doch schon so eine gute Spur auf dem Tavernentisch gemacht und mit der anderen gesunden Hand streicht er die so ein bisschen dann runter. Ja. Naja, ich hoffe, die Arschlöcher da oben sind fertig. Schnell sind sie immer. Seid ihr nicht besonders ausdauernd da oben? Schaut er dich jetzt misstrauisch an. Naja, sagen wir mal so, sie haben nicht alle Qualitäten, die so jemand wie ich auf den Tisch bringt. Du hast bestimmt einen dicken Bollermann in der Hose. Ja, mein Freund, aber das muss ich jetzt nicht mit dir besprechen. Wenn die Flasche da oben fertig ist, dann darf ich manchmal auch noch ran. Die ist recht unersättlich. So, ich stehe jetzt auf. Ich hoffe, diese Arschlöcher sind tot, wenn ich da oben ankomme. Ja. Wir sehen uns und pack die Leute nicht mit deiner Hand an, das bringt Unglück. Das sehe ich von hier. Würfe mal eine Überredenprobe lügen. Ja, ja. Könnt ihn einschüchtern. Du kannst ihn, nee, du hast ihn jetzt nicht eingeschüchtert, also es war kein Einschüchterungsversuch. 7 Punkte. Ja, er hat nur 20 gewürfelt. Was ist das, eine Intuition? Ja, er versucht dich zu lesen, du kannst so seinen stechenden Blick in deinem Rücken spüren, du weißt nicht genau, was er denkt und ob deine Lüge jetzt fruchtbar war oder so, aber er bleibt erstmal sitzen und lässt sich nichts anmerken. Ja, wenn er kommt, dann bringe ich ihn um. Gut. Derweil oben. Noch irgendwas tun oder wollt ihr einfach dann irgendwann schlafen gehen? Rafim kann dann ja, nach oben gehen irgendwann. Als wir durch Krützdorf durchgekommen sind, waren da irgendwelche Läden zu sehen? Einiges. Also vor allem Beinschnitzereien, es gab eine kleine Schmiede, es gab natürlich auch so den einen oder anderen Markt, da konntest du beeindruckend viel Walfleisch oder auch Tran finden, irgendwelche. Es ist schon erschreckend, warum die so viel Walfleisch haben. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, weil Wahrung bzw. auch Krützdorf nicht am See oder am Meer liegt. Also ich meinte jetzt auch eher Alchemiker. Alchemiker? Wonach willst du suchen? Vor allem Zutaten für Zaubertränke. Ja, was brauchst du da? Das muss ich jetzt auch gerade mal nachschauen, ein Momentchen. Drachentränen, Kairanrohr. Ja, Kairan. Woher weißt du das? Also, Kairan macht dann natürlich abhängig. Das sollte man substituieren, aber... Es ist, glaube ich, nur beseelter Kairan, der abhängig macht. So, was braucht man da? Meteoreisen, Diamantstaub, klares Blut, was soll das denn sein? Schnee vom ersten Hesinde, Kairanrohr, Alraunen, Tonnis... Drachentränen. Ja, also man kann natürlich auch irgendwie. Finde ich okay. Also irgendwas werden sie sicherlich substituiert haben. In Qualität C wirst du ein wie sechs Heiltränke Qualität C könntest du erwerben. Nicht Heiltränke, sondern Zaubertränke. Also Zaubertränke meine ich. Ja, meine ich ja. 1W6, sagtest du? 1W6, ja. Also Kairan werden sie nicht rankommen.
Genau, also das ist jetzt schon der fertig gebraute, nehme ich mal an. Fertig gebrauter Zieltrank. Ja. Ja, dann würde ich die mitnehmen. Besser als nichts. Gut, kannst du dann abstreichen von deinem Geld? Ich weiß nicht, was kostet sowas? 30 Dukaten das Stück. Ja, machen wir 70 Dukaten draus. Noch ein bisschen Aufschlag. Ja, genau, 70 Dukaten für alles. Alles klar. Wenn ich oben bin, würde ich die auch mal über ihre neue Tarnidentität informieren. Okay. Gut, noch irgendwelche Dinge, die ihr dann im weiteren Verlauf in Kurzdorf klären möchtet oder einfach nur dann die Nacht verbringen? Boah, nee, also nee. Gut. Derweil ein paar Meilen weiter im Süden können die anderen herantreten. Ihr habt einen kleinen Steinhaufen zusammengeschichtet, in dem man dann auch abgetan eine kleine Lagerfeuergrube anzünden könnte. Habt dann die Zelte aufgebaut, die ihr euch dann noch sorgsamerweise mitgenommen hattet. Und ja, Jarlan sieht da wohl gerade recht zufrieden aus. Steckt da wohl gerade noch den letzten Ast hinein, sodass dann das Zelt da ordentlich hält. Und dann könnt Boltax über so eine kleine Brücke balancieren, so einen kleinen Stamm, den ihr da drüber gelegt habt, der dann wohl gerade über diesen Fluss führt, der beeindruckend kalt von Norden nach Süden an euch vorbeifließt. Und da tretet da so gerade zusammen. Irgendwo auf so einer kleinen Klippe, ihr würdet sagen 10 Meter entfernt von euch, 15 Meter entfernt von euch, könnt ihr dann noch die Pferde mit dem Wagen verstauen, sodass ihr dann dort ein bisschen grasen können. Das Land um euch herum ist für Tobrien angenehm fruchtbar, aber Schwarzwarunkai doch beeindruckend. Also ihr seid zwar nicht in der Nähe von irgendwelchen Linien, die ihr dann hier gerade verfügt, also astrale Linien, irgendwelche Geflechte, aber es sieht nicht so tot aus wie im restlichen Gebiet. Ich denke, besser wird es nicht. Und ich fürchte auch. Das sind weit genug von der Straße weg, denke ich, als wir keine Entdeckung befürchten müssen. Boltax, ja? Ja, ich würde sagen, das ist so. Aber ich habe mich ein wenig umgeschaut. Hier gibt es einiges. Habt ihr bemerkt, da hinten Ruinen? Ich glaube wohl, dort gibt es Ghule. Ghule? Ghule, in der Tat. Das ist nicht gut. Können die uns heute Nacht Probleme machen? Nicht, wenn wir uns leise verhalten und nicht auf uns aufmerksam machen. Ich denke 20 und ein Ghoul-König. Eventuell könnte man sie in eine Überfallsstrategie einbinden. Was ist ein Ghoul-König? Ich habe noch nie davon gehört. Nun, ein besonders starker. Der Anführer einer solchen Sorte. Aber ihr kennt euch doch mit Alchemiker aus. Könnt ihr eine Art Köder improvisieren, mit dem man sie an die Straße locken könnte? Nun, Leichen dienen hauptsächlich als Köder. Und ihr wollt doch nicht wirklich eine Leiche dort deponieren. Geschweige denn, dass wir eine Leiche haben. Ich würde gerade von Leichen sprechen. Ich habe außerdem dort hinten in dieser Richtung ein abwehrendes Pentagramm gesehen, etwas weiter südlich von uns. Dort habe ich auch eine Blutlache gesehen. Ein abwehrendes Pentagramm? Ja, ich denke gegen die Einflüsse nun von der Widersacherin des Rabengottes. Wie heißt er? Oron. Nun, dann sollten wir erst recht nicht. Die gerade nachdenken, wie Boron heißt? Ja, das ist mir nicht sofort eingefallen. Zwerge. Egal, und wir sollten auf keinen Fall dieses Pentagramm stören, denke ich. Nicht, wenn es wohl. Ich würde sagen, man könnte es ja als Sammelpunkt sehen, falls wir zerstreut werden. Als letzte Rückzugsmöglichkeit, wenn es wirklich abwehrend ist. Vielleicht wehrt es auch noch anderes ab. Vielleicht. Wir werden es im Kopf behalten. Außerdem gibt es wohl eine Menge an Tunneln, Stollen, wohl handgegraben, hier verlaufen. Nicht unbedingt von Zwergen. Hier? Ja, natürlich. Das merkt man doch. Klopft einmal hier auf die Erde und hört. Hört genau hin, dann hört man einen leichten Hall. Ganz typisch. Ich höre gar nichts. Ah. Menschen. Das müssen wohl Zwergenohren sein, um so etwas zu hören. Ja, sie sind wohl etwa 2 Meter unter der Erde. Könnt ihr auch sagen, wohin die führen? Nun, überall hier durch. Könnt ihr mir sagen, ob sie voller Ghule sind? Das kann ich nicht.
glaube, da müsste man hinunter, aber ich denke, die Ghule von den Spuren her halten sich wohl eher in den Ruinen auf. Nun, wenn wir sie nicht herauslocken können, bringen sie uns nichts. Wir sollten sie aber bei unserer Weiterreise im Blick behalten. Sie könnten von den Kampfhandlungen angezogen werden. Ich habe mir diese Stollen jetzt noch nicht genau angeschaut, aber eventuell verlaufen auch einige unter der Straße hindurch. Und wenn man dort sinnvoll etwas, ich weiß nicht, hier genau zum Explodieren bringen könnte, könnte uns das enorm weiterhelfen. Wenn man Mauern untertunnelt, stapelt man einfach Holz dann in dem Gang auf und zündet es an. Und dadurch bricht dann alles zusammen, aber das dauert natürlich ein, zwei Stündchen. Darauf können wir uns nicht verlassen. Nein, nein. Und ich nehme an, aber ihr habt nicht zufällig irgendwo noch einen Fass Brandöl versteckt. Nein, leider nicht. Außerdem sind einige der Gänge eingebrochen und nachgesackt. Alles etwas schwierig, aber ich wollte euch nur einmal über das Terrain informieren. Führen diese Gänge auch nach Verrung? Könnt ihr das abschätzen? Ich glaube nicht. Verdammt, das wäre eine gute Fluchtmöglichkeit. Als letzte Auswahl. Ich schlage nichtsdestotrotz vor, dass wir, sollte keine extreme Notwendigkeit bestehen, uns aus diesen Gängen heraushalten. Im Gegensatz zu den Ghulen können wir nämlich nicht im Dunkeln sehen. Naja, ihr nicht. Nun gut, also, ja. Gut, wieder Tage sehen. Aber ich würde die Stollen auch wirklich nur dann nutzen, wenn es nicht anders geht. Sie verlaufen kreuz und quer und kommen hier und dort wieder heraus. Wir werden einen Ort des Hinterhaltes auswählen müssen, der nicht zu nah an den Ruinen ist. Wenn die wohl auf den Plan kommen, nachdem wir bereits mit allem, was wir brauchen, abgerissen sind, dann ist dem so. Wie ist unser Plan jetzt für die Karawane? Und wir werden erst einmal warten, was Iserun und Kraft ihm zwecks Informationen zurückbringen. Aber sollte sie hier durchkommen? Ich dachte an die Wegbeugung dort oben, an der wir vorhin vorbeigekommen sind. Dort ließe sich gut von zwei Seiten auf die Lauer legen und dort können sie auch nicht in gerader Strecke weiterreiten. Eine sinnvolle Idee, ja. Dann können wir sie von zwei Seiten in die Zange nehmen. Nun, so oder so, ich glaube, es könnte sinnvoll sein, einen elementaren Diener herbeizuführen. Gibt es solche dann noch hier im Toten Land? Ihr habt mir doch erklärt, dass sie nicht von woanders kommen, sondern aus dieser Sphäre sind. Das ist richtig, aber das Land ist ja nicht gänzlich tot. Schaut euch doch einmal um. Nun, wenn ihr euch dann sicher seid, ihn unter Kontrolle halten zu können, dann tut euch wohl keinen Zwang an. Nun, werde noch etwas darüber nachdenken, aber wahrscheinlich noch heute Abend mein Glück versuchen. Ich bin mir nicht sicher, welchen ich bitten soll. Vielleicht einen des Feuers, doch einen des Humuses. Wir kämpfen gegen Doraner Schergen. Also das Eis. Daran das solltet ihr berücksichtigen vielleicht. Natürlich. Solltet ihr da wohl mit Feuer ran? Nein, mit Humus. Humus ist das gegensätzliche Element zu Eis, aber ich hätte auch daran gedacht, und nun vielleicht sind jene, die entlang reisen aus Doranas Gefilden, nicht so gut in warmen Temperaturen und das würde uns einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Ach, ich bin unsicher. Könnte ein solcher Humusgeist vielleicht einen Gang, der zufällig unter der Straße entlangläuft, zum Einstürzen bringen? Das mit Sicherheit. Wobei, nun ja, eventuell wäre das auch eher eine Aufgabe für einen Erzgeist. Ha. Nun, warum versucht ihr nicht herauszufinden, ob ein solcher Gang günstig unter dem Weg hindurch verläuft? Na, das ist eine gute Idee. Ich werde mich einmal auf diese Gänge spezialisieren. Abelmir, ich weiß, ihr seid kein Sapeur oder ähnliches, aber ich werde eine Schaufel in die Hand nehmen müssen, denn wir werden ja schon mal den Platz vorbereiten. Ich dachte daran, einige flache Gruben auszuheben, in die man sich hineinlegen kann. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Hoffen wir. Nun gut, das Wetter ist einigermaßen warm. Der Boden sollte nicht gefroren sein. Das würde wohl funktionieren. Wir könnten auch etwas Moos hineinlegen, damit es nicht ganz so nass und widerlich ist. Dreckig werden wir so oder so, aber vielleicht hilft es ja. Nun, wir kommen nicht drum rum. Dann mal los. Dann an die Arbeit. Ja, ich würde gerne eine Bergbauprobe würfeln, um zu gucken, ob ich tatsächlich einen Frachtgang oder eingestürzten Teil finde, der günstig unter der Straße verläuft.
Ja, also an der Stelle, wo ihr sowieso den Hinterhalt vorhattet. Ja, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen davor oder danach. Also. Ja, würfel mal Bergbau plus 7. Sommer. Was in der Spezialisierung? Nein. Hat er sogar geschafft. Reicht doch. Ja, zeichne ihn dir selber ein, so wie du ihn haben willst. Okay, na gut. Alles klar. Ich hatte gerade mal gemessen, der Abstand zur Ruine von der Stelle, wo ihr zuschlagen wolltet, sind 130 Meter. Nur als Hintergrundinformation. Meine Angst vor den Ghoulen sind nicht die Ghoulen selbst, aber wenn die nicht beißen, hast du ein Problem. Bin mir nicht sicher, ob Jan das weiß. Die Heilkunde-Krankheiten wahrscheinlich nur. Das wird eine Heilkunde-Krankheit sein, ja. Dann proben wir mal. Ahnen kannst du nicht. Oh, Heilkunde-Krankheiten habe ich nicht, okay. Also hast du keine Ahnung. Ich erinnere mir das. Na gut, in dem Fall. Oder halt. Kein großes Problem, meiner Einschätzung nach. Ah, Mann. Ich werde mal demonstrieren, das sollte klappen. Oh, naja, der Radierer ist noch an. So, in etwa würde das gehen. Oder wenn du es halt professioneller haben möchtest. Moment. Du siehst ja, wo meine Linie verlaufen würde. Zeichnest du doch einfach nach. Das ja, lass mich die hier mal kurz löschen. So, machen wir mal eine Gerade, damit man es einfach leichter sehen kann. Und dann. Iserun so, ja? Und ja. Rafim dürfen wir schon mal eine Gassenwissenprobe geben. Schwarze Lande als Talent, als Kulturkunde würde eine Erleichterung geben. Habe ich? Was für eine Erleichterung? 3, ne? Alles klar. Kulturkunden sind dann nicht so. Das ja. Hat keine Ahnung. Dann bekommt ihr im Laufe des nächsten Morgens heraus, dass die Karawanen wohl meistens mit 20 Fjarningern aufbrechen. 5 Paktierern und 20 Karmanatim, zudem Spähvögel, die sogenannten Perschirashim. Wobei ein Großteil kommt nicht an. Das ist dann halt immer sehr, sehr unterschiedlich, wie groß die Karawane am Ende dann in Wahrung ist. Definitiv, sie kommt immer an, hat allerdings wohl das ein oder andere Mal Probleme mit irgendwelchen Widerständlern, die sich Borbarat Xamanot nicht beugen. Gut, dann könntet ihr am nächsten Tage aufbrechen, wenn Moment, ihr mögt. Moment, ich würde am Abend gerne noch was tun. Ja. Denn ich würde jetzt natürlich gerne einen Elementargeist des Humus beschwören und direkt in meinen Ring binden. Dazu dann die Frage, also dazu würde ich gerne zunächst mal eine Sternkundeprobe würfeln, um zu gucken, wie es eigentlich aussieht hinsichtlich der Gestirne. Oder sehe ich einfach durch das Albtraumwetter überhaupt nicht? Ist eine gute Frage. Gib mir einfach mal eine Sternkundeprobe. Okay, das wäre die hier. Ja, können wir nochmal eine plus 7 draufschlagen für das Wetter. Würde trotzdem noch eine Erleichterung bringen. Und du möchtest einen Humusgeist beschwören, ja? Genau. Hast du einen Namen für einen Humusgeist? Ja, Dornwart. Für den elementaren Diener des Humus. Dornwart? Dornwart, genau. Das ist ein Geist oder ein Djinn? Ich habe einen für einen Geist. Okay. Qualität 5. Gut,